Wer in höchster Not beherzt handelt, verdient Dank und Anerkennung. Die Rettungs- und Christophorus-Medaille sind Auszeichnungen der bayerischen Staatsregierung, um Bürgerinnen und Bürger zu ehren, die sich mit rettenden Einsätzen um andere Menschen verdient gemacht haben. Wir wollen mit der Rettungsmedaille und der Christophorus-Medaille Menschen Dank sagen für ihr großes Engagement, sie aber gleichzeitig als Vorbild auch für andere herausstellen, weil wir müssen alle Menschen ermutigen, dass sie in einer brenzligen Situation nicht nur zuschauen oder nicht nur Angst haben, nein, sondern tatkräftig helfen. Und deswegen bringen wir das ganz bewusst an die Öffentlichkeit. Im Antiquarium, einem großen und prächtigen Renaissancesaal der Münchner Residenz, wurden die Ehrungen vorgenommen. Für viele war der persönliche Rettungseinsatz eine Selbstverständlichkeit, die sich aber durch die Auszeichnung für ihr mutiges Handeln geehrt fühlen. Das ist eigentlich meine Lebenseinstellung, dass mir jemand helfen, der wohl noch geraten ist. Ist natürlich jetzt eine schöne Geschichte, wenn man trotzdem im Nachhinein mit so einer Auszeichnung gewürdigt wird. Sehr ergreifende Sache gewesen heute für mich. Also, dass wir so Anerkennung kriegen, also für das, was wir gemacht haben. Dass das halt auch jetzt hier dann so in dieser großen Feierstunde gemacht wird, ist sehr, sehr schön eigentlich. Also, ist eine große Wertschätzung und ist ein schönes Gefühl, ja. Es ist für mich eigentlich Anerkennung von der Stadt, ein schönes Dankeschön für mich. Also, eine große Ehre, würde ich sagen, ja. Ich war recht aufgeregt und habe eigentlich nicht damit gerechnet unbedingt, aber habe mich sehr gefreut. Aufgeregt waren auch die jüngeren Lebensretter. Weil da viele zugeschaut haben und da hatte ich ein bisschen Angst. Die Leistung war aber genauso groß wie bei den anderen Ausgezeichneten. Ich bin stolz, weil ich jemanden das Leben gerettet habe. Der Tag diente auch zur Reflexion des persönlich Erlebten. Es ist nochmal so ein Erinnern an das, was man getan hat und ein Stück weit nach dem, was man heute gehört hat, auch die Geschichten, die so dahinter gesteckt haben, dass man einfach bewusst wird, dass man immer was Gutes tun kann eigentlich. Es spricht mir Mut zu, das wieder zu tun und wieder so mutig zu sein. Ja. Wir brauchen dieses Engagement der Bürgerinnen und Bürger selbst. Und jeder sollte immer daran denken, er könnte auch in der Notlage sein, von einer Sekunde auf die andere, und dann darauf angewiesen sein, dass andere Bürger, die unmittelbar daneben stehen, ihm helfen.